Dieser überdimensionale Pfefferspray, ja, der nennt sich Home Defense Pfefferspray. Die Firma Walter behauptet, dass der für die Heimverteidigung eine gute Sache ist. Wenn du wissen willst, ob das stimmt, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossen vom Survival Show Berlin. Schön, dass du dabei bist. Da ist er nun, dieser überdimensionale Pfefferspray. Und ja, der ist wirklich überdimensional. 370 Milliliter, das heißt, da ist schon einiges drin. Und wir werden das dann auch nachher gleich genauer testen und uns anschauen, wie lang und wie weit. Die sagen bis zu 8 Meter, da bin ich ein bisschen skeptisch, aber das werden wir noch sehen. Und das Ganze wird ausgeliefert so mit so einer Wandhalterung. Ja? Das heißt, das wird hier eingesetzt. Kommt dann da rein, so wie bei einem Feuerlöscher kennt man das auch. Dann gibt es hier zwei Möglichkeiten, das an die Wand zu montieren. Diese Schrauben sind im Lieferumfang aber nicht enthalten, also nicht enthalten, das muss ich gleich dazu sagen. Und damit kannst du das abziehen und hast es immer griffbereit. Das ist einmal sehr fein, das ist sehr gut gemacht, da gibt es einmal gar nichts. So, gehen wir jetzt einmal weg. Dann eine weitere Sicherung ist eingebaut, und zwar dieser Splint hier, so wie man das von Granaten kennt, aus dem Film. Ne? Und dann, aber da passiert jetzt nichts, wenn ich da anziehe, sondern damit wird nur dieser gelbe Abdruckmechanismus, der Auslösemechanismus freigegeben. Vorher, wenn ich das jetzt, man kann das nachher auch wieder einsetzen, ich setze das jetzt noch einmal ein, ganz kurz, so. Da muss man ein bisschen, ist ein bisschen fummelig, dann geht das wieder. Dann kann ich da drauf drücken, was ich will, es wird ganz einfach nichts passieren. Warum? Weil eben dieser Stift hier den Druck nach unten einfach nicht weitergibt. So, daher das muss gezogen werden. Jetzt ist hier ein Schnürl dran, so ein Gummi. Band. Und dieses Gummiband, da muss ich mich kurz runterbeugen, das wird hier angemacht. Ja? Das wird hier hinten angemacht. So. Stell dir vor, das ist an der Wand. Dann ist der hier da drin. Der hier, der Splint ist da durchgesteckt. Warte mal ganz kurz. So, der ist da jetzt durchgesteckt. Das hängt da hinten. So, und jetzt gehe ich her und ziehe den von der Wand ab. Und automatisch ist das hier ab. Das heißt, du hast hier eine Sicherung, die du aber, wenn du es rausnimmst, automatisch gezogen wird. Das finde ich sehr praktisch, das finde ich sehr gut, das legen wir mal daher. Und dann gibt es da noch eine Sicherung, das ist das hier. Das ist so ein Plastikteil, der eingegossen ist. Und wenn wir da jetzt fest draufdrücken, was ich jetzt noch nicht mache, mache ich dann nachher gleich, ich gehe dann nachher in den Wald und sprühe ein bisschen herum damit. Wenn du da drauf drückst, da drückst du mal drauf und musst richtig fest draufdrücken und dann bricht dieser Teil hier ab. Und dann geht es erst richtig los. Das heißt, es ist noch eine zweite Sicherung dabei, dass durch kurzes Drauftipsen, ich tippe da ganz leicht drauf, aber es passiert einfach nichts, weil dieser Mechanismus hier noch gegeben ist. Ja? Wenn ich dann jetzt fester drauf drücke, dann bricht das ab und dann geht das los. Das heißt, es ist sehr, sehr sicher gemacht. Wir werden es dann nachher gleich sehen, da steht drauf konischer Strahl, das heißt, das geht so auseinander, was das bedeutet und ob das gut oder schlecht ist, das werden wir gleich sehen. Das ist gegeben und dann natürlich, eins ist auch klar, solche Pfeffersprays haben eine maximale Lagerfähigkeit, wobei ich glaube und auch weiß aus eigener Erfahrung, wenn wir schon viele Pfefferspray-Tests gemacht haben, auch mit abgelaufenen Teilen, dass die noch immer Reizgas ist das hier, OC nennen sie das, das kann ich nicht aussprechen, was da dabei steht, aber soll so sein. Das ist schon ziemlich unangenehm. Trotz alledem muss er halt immer wieder mal ausgewechselt werden. Gut, so, und jetzt machen wir mal einen Test. Hier an dieser Stelle hängt das Blatt. Das sind jetzt 3 Meter Entfernung und ich mache jetzt mal den ersten Sprühstoß. Ich habe das selbst noch nicht gemacht. Ich bin schon ganz gespannt, wie das jetzt rauskommt. Ich habe auch auf den Wind geachtet. Ja, und schauen wir mal. Okay. Ja, ein richtig konischer Strahl. Boah. Das geht bis daher. Obwohl kein Wind geht, es ist wirklich windstill, aber ich spüre das. Ich traue mich gar nicht näher hingehen. Ich traue mich wirklich gesagt echt nicht näher hingehen. Aber aus dem Grund, ich kenne das schon von anderen Teilen, die ich ausprobiert habe mit Pfefferspray und so. Und wie ich jetzt hingegangen bin, habe ich sofort gespürt in den Augen. Also Zielgenauigkeit, null Problemo. Ja? Also jetzt auf 3 Meter. Gut, jetzt gehe ich ein bisschen weiter weg, ja? Weil es ja heißt 8 Meter angeblich. So, jetzt bin ich wirklich weiter weg. Also das sind jetzt, 7 Meter, ja? Ungefähr. Ja? Also auch da, du siehst, dass sich das Blatt noch bewegt. Ja, also auch das überhaupt kein Problem.
auf diese Distanz. Das ist natürlich ein bisschen zu weit. Ich merke jetzt, dass jetzt auch fast nichts mehr drinnen ist. So, noch einmal hier. So, und jetzt ist Ausmaus. Jetzt ist er auch super leicht. Ich gehe ein bisschen weg. Ich stehe nicht so auf Pfeffer im Auge. Und ja, also ich bin sehr zufrieden damit. Ja, ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Du kannst damit wirklich, du brauchst nicht genau zielen. Du hältst einfach ungefähr in diese Richtung und durch diesen konischen Strahl triffst du im Endeffekt alles. Also war sehr, sehr einfach. Die Distanz von 8 Metern kann ich mir gut vorstellen, dass das noch immer funktioniert, weil das Gegenüber, was auch immer du abwehren willst, ne? Das ist ja für Gentiere im Home-Defense-Bereich einzusetzen, das natürlich noch immer, ja, was abkriegt, aber natürlich auf 3 Meter, Halleluja, Halleluja, das ist wirklich kein Spaß, also sehr einsatzfreudig. Naja, insgesamt nicht übel, ne? Da ist jetzt dieser kleine, das kleine Huppel, was da drinnen war, das ist abgerissen und dadurch kann ich das jetzt komplett nach innen drucken. Ich stecke das ein, muss ich nicht in der Gegend herumliegen. Und ja, so. Jetzt ist er federleicht, jetzt ist er ein richtiges schönes Fliegengewicht. Jetzt kann ich natürlich wegwerfen, er ist leider nicht wieder befüllbar, muss man wieder einen neuen besorgen. Ich gebe da unten den Link zu unterschiedlichen Herstellern, die das anbieten. Schau dir das ganz einfach an. Es gibt von der Firma Walter auch einen Bärenspray. Der ist meiner Meinung nach, so wie ich den verstanden habe, ich werde den auch noch testen, werde mir den noch besorgen und testen, der ist eher zum Mitnehmen gedacht, also zum Herumführen. Der hier ist nicht zum Führen gedacht, weil einfach mit dem Clip und mit dem Ganzen, meiner Meinung nach zumindest, weil er einfach nicht von der Sicherheit her fürs Mitnehmen gedacht ist. Vielleicht irre ich mich, dann schreibt mir unten einen Kommentar, aber das ist zumindest meine Meinung dazu. So, Fazit für die Heimverteidigung. Wenn du das einsetzt, dann schaut deine Wohnung oder dein Haus nachher aus wie Sau. Das ist richtig. Und das alles wieder rauszukriegen, den Gestank ist nicht der richtige Ausdruck, das Reizende, ja, reizende, wunderbare Reizgas wird schwer. Also du magst die Wand und die ganze Einrichtung und alles ist damit voll. Aber ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass wenn du das in die Goschen kriegst, wie man das Österreich sagt, du nimmer weitergehst. Das heißt, das ist auch etwas, du hast gesehen, wie lang man damit, wenn ich immer nur pump, einmal zack, zack, zack und dann wieder her und dann wieder pup, pup. Also da kann man wirklich sehr viel damit sprühen und auch mehrere Leute damit abwehren. Wenn die, und das ist auch klar, es gibt immer wieder Leute, Angreifer, denen tut das alles überhaupt nichts, kriegt man immer wieder von den Polizeiberichten und da ist jeder Pfefferspray wirkungslos. Aber es hilft, da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher, dass natürlich die Wohnung nachher ausschaut wie Sau, das ist auch klar. Aber um einen Angreifer, der wirklich an die Wäsche will sozusagen und der wirklich etwas Böses will und nicht einfach abhaut, wenn du sagst, da bin ich und ihm das in das Gesicht haltst und wenn der dann ist es einfach so, das musst du aussuchen. Und ein letztes Wort noch. Ich mache ja immer wieder Selbstverteidigungsvideos, aber nicht jetzt manuell mit Kämpfen, sondern einfach mit Ausrüstung eben, ne? Survival Shop. Und ich kriege da immer wieder die Frage rein, warum machst du das? Und du bist doch so ein sympathischer, netter Kerl und du kommst irgendwie so nett und lieb rüber. Und wenn du mich kennst, weißt du, dass ich auch wirklich lieb und nett bin. Und ich sehe mich auch selbst nicht als gewalttätigen Menschen oder jemanden, der drauf steht, dass er irgendjemanden anderen wehtun kann. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe. Das, was ich hier mache, ist meine persönliche Entscheidung zu sagen, ich möchte handlungsfähig bleiben. Vielleicht ist es, sollte das tatsächlich irgendwann passieren, ich hoffe, dass es nie passiert, ja, aber sollte es passieren, dann auch wirklich hilft. Aber ich kann dann zumindest sagen, ich habe es wirklich wahrlich versucht. Weil zu sagen, na, hätte ich doch und wäre es doch gescheiter gewesen, genau in die Situation will ich nicht kommen. Aber, und das ist jetzt der Punkt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn du sagst, nein, wenn es wirklich zu einem Einbruch kommt und jemand auf mich losgehen mag, dann sage ich, gut, ist okay, mach einfach und ist mir alles wurscht. Das verstehe ich, ist total okay, ist deine Entscheidung, kannst du ja gern tun. Aber ich sage, ich möchte dann noch etwas in der Hand haben. Da kommen dann auch immer wieder Kommentare, die sagen, naja, dann nehmen wir irgendwelche Schusswaffen und schießen auf die Leute oder sonst irgendetwas. Also das ist auch, musst auch du entscheiden, aber das ist dann einfach wieder die Verhältnismäßigkeit. Ne? Das ist sehr, sehr schwierig. Das hier, da bin ich mir wirklich sehr sicher,
ist massiv wirkungsvoll. Wenn du schaust, Polizeieinsätze, die haben auch solche Teile, ja. Und die sprühen den Demonstranten damit in die Goschen, wie mein Österreich sagt, ich muss halt ein bisschen österreichisch reden. Also die sprühen die an ins Gesicht und die hauen einfach ab. Das ist einfach die Hölle. Das ist einfach die Hölle. Und es gibt auch immer wieder die Argumente, naja, was ist, wenn die Person eine Schutzbrille aufhat oder so? Ja, hat sie einen Atemschutz auch, weil was ist mit Mund und was ist mit Nase? Was ist, wenn er das da alles herkriegt und dann hierher greift? Also das ist nicht so ohne. Da braucht man wirklich eine Gasmaske. Und wenn es Angreifer gibt, die mit dem rechnen, und dann habe ich sowieso keine Chance, weil dann kommen so viele mit Kanonen in der Hand. Und also, aber wovon sprechen wir bitte? Ja, wovon sprechen wir? So. Lange Rede, kurzer Sinn, meiner Meinung nach absolut einsetzbar, meiner Meinung nach eine Sauwirtschaft, wenn du ihn wirklich einsetzen musst, aber er ist sicherlich wirkungsvoll und nicht tödlich. Das war's. Ich hoffe, dass ich das Ding niemals brauche, weil ich mir jetzt natürlich wieder einen neuen besorgen, weil ich davon überzeugt bin und mir den ganz einfach wiederholen. Ich hoffe, dass ich das Teil niemals brauche. Wenn du eines kaufen willst, gebe ich da unten den Link zu unterschiedlichen Händlern, denn ich darf ihn nicht verkaufen, ist ganz einfach so. Zu unterschiedlichsten Händlern schau dich da um, ob du da fündig wirst. Ich wünsche dir, solltest du ihn kaufen, dass du ihn auch niemals einsetzen musst und er einfach nur dekorativ daheim hängt. Aber don't be scared, be prepared. Vorsorgen ist besser als nachher schauen. Ich sage danke fürs Dabeisein, Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Ja. Link zu den Produkten findest du unten. Wenn du mir ein Abo da lassen willst, sage ich eher danke, dann kriegst du öfter solche lustigen Videos, wenn du magst. Hier, die Glocke drücken nicht vergessen für die neuesten Videos. Besuch mich auch auf Instagram oder Facebook, da gibt es immer wieder coole Aktionen, aber andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst, dann René Rossmann und pfff.